Ihre. Herr Professor Meinberg, Frau Dr. Eisenberg, liebe Mitglieder von CoRPAS, liebes Team von CoRPAS Regie und auch liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Erst einmal herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, im Namen der Deutschen Messe einmal unser 5G Smart Venue präsentieren zu dürfen. Vielleicht darf ich kurz ausholen. Die Deutsche Messe AG, die ist seit 1947 im Messegeschäft. Wir haben das größte Messegelände der Welt. Es hat sich kaum einer vorstellen können, dass wir zweimal in Folge die Hannover Messe nicht physisch darstellen konnten, obwohl wir für die Infrastruktur weltweit bekannt sind, dass wir beste Konnektivität, beste Möglichkeiten haben, Messen zu veranstalten, die Leitbilder auch für Weltmessen sind, wenn ich nur die Hannover Messe einmal benenne oder eben auch die weltgrößte Messe für den Werkzeugmaschinenbau, die EMO. Wie passt das Thema 5G und das Messegelände Hannover zusammen? Nun, die Unternehmensleitung hat sich einmal die Überlegungen gemacht, zu sagen, wie haben wir die Möglichkeit, unser Gelände möglichst attraktiv auszugestalten für unsere Aussteller, die immer höhere Ansprüche natürlich auch an Konnektivität, an Breitbandtechnologie etc. stellen. Und somit sind wir eben zu der Überlegung gekommen, über die Bundesnetzagentur eine sogenannte Campus-Lizenz zu beantragen. Die Campus-Lizenz gibt uns die Möglichkeit, das Thema 5G vor allen Dingen für die Industrie voranzutreiben. Und damit haben wir eben einen sehr, sehr starken Partner, nämlich die Deutsche Telekom, die mit uns dieses Campusnetz in 2021 realisieren wird. Die Herausforderungen, auch natürlich durch die Corona-Krise bedingt, ist, dass wir möglichst unser Gelände ganzjährig zur Verfügung stellen können mit den höchsten technologischen Ansprüchen, diese Unternehmen davon zu überzeugen, dass das Hannover Messegelände der ideale Ort ist, durch A, ein eingezäuntes Gelände von 1,5 Millionen Quadratmeter, ein hochinnovatives Campusnetz zu ermöglichen, um eben dort die neuesten Technologien, Streaming-Studios, ein leistungsfähiges Kommunikationsnetz aufzubauen, begleitet natürlich von einer urbanen Infrastruktur, wie es nur eben die Deutsche Messe AG in Hannover vorhalten kann. Wie sieht es momentan aus? Aktuell wird in Deutschland das 5G-Mobilnetz ausgebaut. Wir haben den Fokus auf das Mobilfunknetz für den industriellen Einsatz, werden in dem Bereich 3,7 bis 3,8 Gigahertz unser Firmengelände im Prinzip zur Verfügung stellen und bieten eben die hervorragende Infrastruktur von der Deutschen Messe mit Straßen, mit Kreuzungen, mit Hallen, mit Tunnelsystemen, mit Parkhäusern etc. an, um möglichst realitätsnah in den verschiedensten Anwendungsbereichen die Technologie der Zukunft ausgiebig testen zu können. Alle diejenigen, die ich heute gehört habe, sei es vom Smart Farming über das Thema in der Rennwagenindustrie, über die unbemannten Flugzeuge etc. oder die unbemannten Aeromobile, gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten, auf diesem Gelände die smarte, die intelligente Vernetzung ausgiebig zu testen. Jeder, den ich gehört habe, ist im Prinzip ein potenzieller Partner auch von uns, um eben das Thema 5G für die Industrie weiter voranzutreiben. Wenn wir uns die Anwendungsbereiche anschauen, Smart Production, Smart Logistik, AGVs, also die Automated Guided Vehicles, Smart Mobility, dann kommen einem natürlich sehr viele Ideen, die ich auch heute in Ihren Vorträgen gehört habe, kommen viele Ideen auch mit Sicherheit für Hannover in Frage, weil wir eben über diese entsprechende Infrastruktur verfügen. Nicht nur das Thema der Infrastruktur ist interessant für die Industrie, sondern eben auch das Demo-Center für die Produktionstechnik. Wir haben mit der Technology Academy auf dem Hannover Messegelände die hervorragende Möglichkeit, die Automation, das Thema Industrie 4.0 besonders darzustellen. Hier sehen Sie zum Beispiel die vollautomatische Radkonstruktion, was integriert worden ist in dem VW-Werk in Emden.
nur um eben einmal die Möglichkeiten aufzuzeigen, was wir für Möglichkeiten auf dem Gelände haben, was nichts unbedingt mit der Messe zu tun hat. Momentan sieht es so aus, dass die 5G-Netze öffentlich und lokal, dass wir zwar ein Breitband anbieten können, aber wir haben eben keine gesicherte Latenz. Die Latenzzeiten sind ja enorm wichtig, wenn es hier zum Beispiel um das fahrerlose Transportsystem geht, dass sie also Reaktionszeiten in Echtzeit haben etc. Das wird eben mit 5G und mit dem Campusnetz wird das ermöglicht. Und wir haben eben die Deutsche Messe, seit 2020 sind wir im Besitz der 5G-Campus-Lizenz und haben uns mit dem Partner Deutsche Telekom committed, eine Investition in Höhe fast bis zum Ausbau von 11 Millionen Euro zu ermöglichen, um eben ein geschlossenes Funknetz anzubieten, eine starke Datensicherheit zu gewährleisten und natürlich schnelle Datenübertragungen mit den niedrigen Latenzzeiten, die eben notwendig sind, um in der Industrie entsprechende Zuverlässigkeit zu garantieren. Wenn wir über das Privatgelände sprechen, hier sehen Sie nochmal eine schöne Aufnahme unseres Geländes, dann sprechen wir hier von 1,5 Millionen Quadratmeter abgeschlossenes Gelände mit Zugriffs- und Zutrittskontrollen. Was heißt das? Dass natürlich viele Unternehmen die Möglichkeit haben, auf unserem Gelände bestimmte Abschnitte zu mieten, für einen Tag, für mehrere Tage, für Wochen, für komplette Projekte, komplexe Projekte und das eben in einem Areal, was eben von Unbefugten entsprechend der Zutritt nicht ermöglicht werden kann. Die urbane Infrastruktur bei uns auf dem Gelände hatte ich eben kurz angeschnitten. Wir sprechen über 15 Kilometer Verkehrswege, wir sprechen über 5 Parkhäuser, 500 Meter Tunnel, was sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, Simulationen von dem Labor in einen Feldtest, in einen Feldversuch bringen zu können. Deshalb laden wir natürlich jedes Unternehmen ein, sei es ein Startup, sei es ein mittelständisches Unternehmen, sei es ein Unternehmen, was in der Forschung und Entwicklung unterwegs ist, laden wir herzlich auch zum Dialog ein. Wir sprechen auch hier von flexiblen Möglichkeiten. Ich hatte eben angesprochen, dass die Hannover Messe in diesem Jahr eben nicht physisch, sondern digital stattfinden musste. Da haben wir die Möglichkeit genutzt, ein sogenanntes Streaming-Studio, den Hub, die Media Factory, zu nutzen. Wir haben über 15 Streaming-Studios. Wir haben jede Menge fertige Studiokulissen. Wir haben hervorragende Möglichkeiten, Streaming-Dienste anzubieten, sodass Sie eben auch die Möglichkeiten nutzen können, hybride Präsentationen abhalten zu können. Dem haben wir natürlich Rechnung getragen, nicht nur durch die Digitalisierung, sondern weil wir einfach auch der Überzeugung sind, dass nicht jede Messe in der Zukunft physisch stattfinden wird, sondern eben auch viele Messen als hybrides Modell angeboten werden. Ich sehe das zum Beispiel auch jetzt bei Ihrer Veranstaltung von Kurpass, wo Sie mit Sicherheit es gewohnt sind, mit vielen, vielen Menschen zu interagieren. Wir leben davon, dass wir mit Menschen, für Menschen kommunizieren, dass wir Plattformen anbieten, wie eben Messen. Aber wir wissen eben auch, dass in der Digitalisierung und auch in der Zukunft von Veranstaltungen die digitale Übertragung und auch die Streamingdienste immer höhere Akzeptanz finden. Die urbane Infrastruktur auch von der Messe, das möchten wir auch nicht unbeachtet lassen. Wir sind Teil vom Testfeld Niedersachsen. Das heißt, es ist ein in der Zeit weltweit größtes Testfeld für vernetztes und automatisiertes Fahren. Digitales Verkehrssystem. Es gibt einen Fernbahnhof. Das heißt, also, wenn die großen Messen stattfinden, die weltweite Akzeptanz haben, dann haben wir sogar hier einen eigenen Bahnhof, um eben unsere Besucher direkt vor dem Gelände empfangen zu können. Eine Stadtbahnhaltestelle haben wir direkt am Eingang Nord, sodass also jeder Besucher, der entweder per Flugzeug oder über Hotelübernachtung in Hannover und im Umfeld zu uns kommt, jederzeit auf das Messegelände gelangen kann. Deshalb sprechen wir von einer gewachsenen urbanen Infrastruktur, die eben seinesgleichen sucht. Und wir verfügen immer noch über das größte Messegelände der Welt mit 500.000 Quadratmeter Flächen im Outdoor-Bereich, 500.000 Quadratmeter
im Innenbereich, sprich also die Hallen, und nochmal 500.000 Quadratmeter mit den Parkplätzen und den Parkhäusern. Die starken Partner, die wir haben, sind natürlich die Telekom. Das sind viele Verbände, also Corpas, VDMA, aber eben auch die Verbände für den Automotive-Bereich oder eben für die Infrastruktur, Connected Industries. Das sind Gruppen, die sich zusammengeschlossen haben, auch im Rahmen von den einzelnen Verbänden. Federführend ist da mit Sicherheit auch der VDMA, der eben das Thema 5G nicht nur als Arbeitsgruppe, sondern eben auch als neuen Unternehmensbereich gegründet hat. Und das ist eine hervorragende Möglichkeit, in der Industrie Akzeptanz für das Thema 5G zu bekommen. Als starken Partner selbstverständlich auch das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, was eben bei uns für die Digitalisierung, Vermessung des Geländes verantwortlich ist. Wir haben als ersten Partner die SMEF AG gewonnen. Die SMEF AG, ganz kurz erklärt, bietet die Möglichkeit, durch intelligente Verkehrsführung den Krankentransportwagen im Prinzip bei ihrem Einsatz von und um den Einsatzort immer grüne Phase zu geben. Sprich also, je mehr Digitalisierung in dem Verkehrsbereich erfolgt, desto größer ist die Möglichkeit, eine grüne Welle für die Krankentransportwagen zu ermöglichen. Und was eben manchmal wirklich Sekunden lebensrettend sein kann, das will die SMEF AG natürlich auch bei uns auf dem Gelände ausgiebig testen. Deshalb haben wir ihn, die SMEF AG, als Partner gewinnen können. Und die werden eben auf dem Gelände Simulationen fahren, die später dann eben auch in der Infrastruktur in den großen Städten und eben auch in Hannover Einzug erfahren sollen. Das zweite Unternehmen, Siemens. Siemens wird in der Halle 9, das ist eine große Halle mit über 25.000 Quadratmeter, wird sie einen Bereich mit Siemens 5G-Netz ausstatten. Während der Messe wird Siemens selbstverständlich während der Hannover Messe das 5G-Netz selbst nutzen, um Anwendungen zu zeigen. Aber Siemens hat sich eben auch bereit erklärt, dieses Investment anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, um eben selbst 5G-Endgeräte, 5G-Situationen ausgiebig testen zu können. Das können wir selbstverständlich nur begrüßen, weil es eben ein sehr, sehr großer Schritt ist, in das Thema 5G neu einzusteigen, um eben die Möglichkeiten zu nutzen, auch während der Nichtveranstaltung, während der Lehrphasen, die Möglichkeit zu nutzen, bei uns auf dem Gelände zu erscheinen. Herzlichen Dank, Frau Dr. Eisenberg, noch einmal für die Möglichkeit der CMM. Das möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Die CMM wird vom 9. bis zum 11. November in 2021 in Hannover stattfinden. Und wir sprechen hier natürlich Unternehmen und auch Aussteller, Besucher an, die Funklösungen für ihre Maschinen, für Anlagen, für Produktionssysteme und eben auch für die eigene Infrastruktur nach Lösungen suchen. Deshalb würde es sich mit Sicherheit anbieten, auch die CMM als Besucher einmal aufzusuchen oder eben auch als Aussteller, wenn ich aus dem Bereich der Agrarwirtschaft, Energie und Umwelt, im Bauwesen oder auch im öffentlichen Sektor entsprechend nach Lösungen suche. Ich habe die neueste Information heute erhalten, dass wir zu unserem Thema 5G eine sogenannte Standalone-Lösung auch von der Telekom eingerichtet bekommen. Was ist der Unterschied? Es gibt einmal das Thema 5G NSA, Non-Standalone, und einmal das Thema 5G Standalone. Das bietet eben die Möglichkeit, richtiges 5G-Netz testen zu können. Mit dem 5G Standalone sind Sie in der Möglichkeit, einen Datenaustausch in Echtzeit, da sprechen wir hier von unter 10 Millisekunden, sowie die Möglichkeit von Konnektivität von Maschinen, im theoretischen Sinne 1 Million Maschinen pro Quadratkilometer in die Konnektivität zu bringen und eben auch das Teilnetz, also für Spezialanwendungen, herauszuschneiden. Das sprechen wir von Netzslicing.
Somit gehen wir noch einen Schritt weiter und haben eben die Möglichkeit, mit dem großen Partner der Telekom eine Standalone-Lösung anbieten zu können, wo auch viele Unternehmen darauf abzielen, eben unabhängig in diesem Netz operieren zu können, die Daten eben auch bei sich zu behalten und eben auch die Möglichkeit zu nutzen, diese schnelle Konnektivität, den schnellen Datenaustausch entsprechend zu ermöglichen. Wir sind 5G Business Development. Mein Name ist Thomas Labensch. Ich bin seit 2009 bei der Deutschen Messe AG, bin im Team von Katharina Rohrbach. Wir sind Vertriebler. Wir schauen, dass wir unsere Leistungen an die Unternehmen herantragen. Wir sind keine Techniker. Trotz allem freuen wir uns natürlich auch über den technischen Austausch. Ich bitte Sie allerdings heute in der Session, die ich hier begleiten durfte, die technischen Fragen auch gerne in einen Chat zu schreiben oder eben auch von Dr. Eisenberg an Frau Dr. Eisenberg zu adressieren, sodass wir die von unserer Seite, von der technischen Seite auch dezidiert beantworten können. Und würde jetzt an dieser Stelle mit diesem Vortrag enden und entschuldige mich noch einmal für die Unpässlichkeit meiner IT-Kenntnisse, dass es im ersten Jahr nicht so funktioniert, dass wie es funktionieren sollte. Herzlichen Dank.